Jo, ihr Zocker, willkommen zurück. Ich bin's, der Fly. Wir sind in der Kanalisation bei Dishonored immer noch. Wir müssen zum guten Samuel, der ist da hinten. Und wir sind natürlich mitten im Rampenlicht hier. Hahaha. Und spielen Stealth-Modus natürlich immer weiter nach vorne. Hallo? Und wir kommen so langsam an die frische Luft, habe ich das Gefühl. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin, das stimmt nicht, von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Bla 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 bla. Wissen wir doch schon, hast du im letzten Part schon gesagt, Junge. Mann, 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 Mann. Komm, komm, komm. Okay. Da ist anscheinend Samuel. Ah. Ja, ich bin da, ich bin frei. So gut es geht, glaube ich. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Okay, na gut, alter Mann, dann los. Warten Sie, ich brauche noch einen Augenblick. Nein, wir gehen weiter. Missionsdetails. Ach, hier gibt's sogar 8 Gegner eliminiert. Zivilisten, das ist gut. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. 8. Allgemeiner Chaosfaktor, das ist scheiße. Hoch 8 will ich doch gar nicht. Och, Mann. Mission wiederholen oder fortsetzen. Runen gefunden. Ach du Scheiße, bin ich schlecht. What the fuck? Das ist der Houndpits-Park. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Interessant, wie diese Stadt hier aussieht. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und okay. Der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Steigen wir aus. Hallo, reden. Da drinnen arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. So, Missionshinweise aktualisiert. Schiffer Samuel hat dich den Fuß vom Gefängnis von Coldbridge entlang hierher geschmuggelt. Er arbeitet für eine Untergrundorganisation, die gegen die illegitime Herrschaft des Lordregenten arbeitet und hat dich zu ihrem Stützpunkt gebracht, wo du ihre Mitglieder treffen sollst. Okay, ja gut, das ist wieder bla bla. Helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Gehen wir. Da müssen wir hin. Ich entdecke immer so gerne. Ist hier was? Hallo? Guten Tag. Hallo. Tschüss. Da gibt es noch so viel zu sehen. Ich gehe hier rein, ne? So. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Tschüss. Lalalala. Oh, 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 oh. Hier geht's überall hin. Ich glaube, da kommen wir aber noch hin, oder? Er war der persönliche Leibwächter der Kaiser. Oh. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lordregent alle Verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir Ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig,
Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Okay, alles klar. Rauchen ist ungesund, mein Freund. Hallo, ist hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Hä? Warum spawnst du mich einfach bei dir, du Penner? Dass Sie hier sind. Piero. So, wir gehen mal natürlich erstmal nach oben. Es sei denn, wir werden wieder woanders hingespawnt. Ich weiß es ja nicht. Was gibt's hier so? Hallo, guten Tag. Hallo, wer sind Sie denn? Keine Ahnung, tschüss. Oh, hier können wir was schön, klauen. Sie zu sehen, Meister Mompen. Corvo. In besseren Zeiten. Oh. Ich meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut. Unter den größten. Ich war einst ein Vertrauter des Lord-Regenten. Was willst du? Burroughs, als er noch der Meisterspion war. Ein manipulativer. Zu Hilfe! Oh, fuck! Ich hab nicht gedacht, dass das funktioniert. Oh, erschreck mich nicht. Ich guck mir diese Birne an. Und ein schönes Buch. Ein schönes Buch, was viel zu viel Text hat. Im Destilleriebezirk anzulegen. Mich hier einfach irgendwo hingerannt. Und klau die armen Leute hier. Darf ich das? Hier kommen wir wieder raus. Da wollen wir gerade nicht hin. Ich habe keine Ahnung, was hier noch alles gibt. Wir plündern einfach mal hier so durch die Gegend. Hier gibt es noch ein Buch. Oh yeah. Oh yeah. Da sind bestimmt wieder... Stinkt. Da sind bestimmt wieder ganz tolle Kombinationen und so drin, die uns Tresore öffnen und ich sie nicht lesen werde. Geht's hier durch? Nö. So, hast du dich... guten Tag. Hast du dich beruhigt? Ich bin ganz lieb jetzt. Sie umgibt eine vornehme Aura, Corvo. Ja, das ist sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, ganz viele Auszeichnungen, Orden, Akten, leere Flasche, Audiograph. Können wir mal abspielen? Eintrag 1. Ach du Scheiße. Ich will nicht so viel lesen hier. Scheinbar in einer neuen Phase. Martens verbessert. What the fuck? Das ist so viel. Wirkung. Und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Hallo? Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär. Schließen, nehmen. Noch die Fähigkeit, mit schließen, schließen. Gewalt gegen bisher unzugängliche. Hui. Hauptraum des Paps, Schlüssel. Interessant. Ist wo ist denn der? Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen. Achso, hier waren wir schon. Die ich habe doch die Türe absichtlich aufgelassen. So, wo ist der Hauptraum des Paps? Ist es nicht eigentlich unten? Es geht noch höher. Hallo, Wallace. Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Ja. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Okay. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Mhm. Interessant. Jetzt habe ich eben das Wort okay gesagt und mein Google-Handy ist angesprungen und meinte, ich will irgendwas... Keine Ahnung, habe ich noch nicht gehabt. So. Das ist, weil ich... es hing über meine Stoppuhr. Das Display funktioniert jetzt. Das war das Problem. Hallo. Corvus Gemächer. Da wollen wir aber jetzt nicht pennen, wir wollen noch zu Piero. Aber Piero. Wir müssen zu Piero. Wir gehen zu Piero. Kann ich hier einfach, ohne dass mir weh tut? Wo geht's denn hier überall noch hin? Plomp. Sie mich erschreckt. Ja? Ah, Sie müssen Corvo sein. Was? Wer spricht? Sie für ihre Aufgaben. Ach du. Sie sind viel jünger, als ich dachte. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ja, deswegen renne ich ja auch hier auf dem Dach rum, Mensch. So. Hallo. Piero. Wo bist du, mein Freund? Hier? Piero ist weg. Oh. Ah, ich dachte, jetzt komme ich mir rein. Hallo. Ich werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Ja, alles geil. Einzelstücke.
Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Das Schneck. Toll. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsicht. Okay. Das Öl ist instabil. Eine große Sauerei. Anfrage wird nicht gestartet, Erzlalala. Ist ihm wohl irgendwas vom Admiral abgelehnt worden? Okay, okay, alles klar. Heilkräuter können wir mal mitnehmen. Essen haben, was? Nee, hatten wir schon 100 Mal. Was haben wir denn hier noch? Sternenkarte, Südhimmel. Schraubstock. Yo, geil, ab und zu mal ein bisschen rumdrehen am Schraubstock. Yeah. Okay, mach aus. Okay, Walöltank. Was ist das? Ein Portal? Wo ist das andere Portal? Oh Mann, ist das viel. Ist das wieder mal viel hier. Ach du Scheiße. Hallo? Wo? Oh Gott. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt alles lesen wollt, ob ihr da Pause macht oder nicht. Oder ob ich diese ganzen Bücher einfach nicht anklicken soll. Hier ist gar nichts drin. So, 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 so. Audio-Dings hier können wir kurz anmachen. So. Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Wale da ist der Tank. Besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Oh, kannst du mal kurz zurücknehmen? Ansonsten. Hallo? Sie gibt Druck und der Kälte nicht stand. So. Hier ist Geld. Dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hohe energetische Körperzellen produziert. Nun rein damit. Ja, klar. Ich könnte ein... Perfekt. Vielen Dank, Cowboy. Ja, gerne. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann Nein. mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Aha, verstehe. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Ausrüstung modifizieren, herstellen, nichts machen. Was können wir denn bis jetzt? Oh geil, wir haben Kosten 20 müssen 883 haben wir. Armbrustbolzen, Betäubungsbolzen, Springmine. Okay, Granate. Splittergranate, Kabelwerkzeug. Erlaubt dir, Schaltkreise zu verändern und Sicherheitssysteme nach deinen Wünschen zu manipulieren. Wird beim Einsatz verbraucht. Lass mal hier die Bolzen. Ah ne, die kaufen wir gerade, ne? Ach so, ich wollte Verbesserung, Mann. Armbrustpräzision, tralala, Reichweite, Schaden, dam. Ich glaube, ich werde weniger die Pistole benutzen. Schwerthärtung, oh, das ist schon teuer. Maskenoptik, ermöglicht die Sicht zu vergrößern. Drücke alt-linke Taste. Das hört sich interessant an, ob wir das brauchen. Kugelkapazität, Bolzenkapazität. Ich glaube, ich werde... wir haben so wenig Münzen. Machen wir erstmal die Präzision oder die Kapazität... Ich mache hier mal die Kapazität höher. So, dann können wir ganz viel Scheiß schon wieder nicht kaufen, ey. Granaten machen Krach. Kugeln auch. So, dann machen wir die Präzision einfach noch. Komm. Komm, machen wir das. So, jetzt haben wir erstmal genug. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Yo. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Shit. Nutzen Sie die Ruhe. Okay. Sie haben recht, ich werde zu Bett gehen. Ich möchte mich noch etwas umsehen. Ich gehe mal zu Bett. Macht er das jetzt schon direkt? Gute Träume. Dankeschön. Ich dachte, du schickst... Ach, er schickt mich tatsächlich dahin. So. Jetzt sind wir oben in unserem Zimmer, wo wir schon mal reingelaufen sind eben. Okay, frisch ausgeruht.
Das heißt, wir können im nächsten Part weitermachen, der vielleicht hier schon verlinkt ist. Rechts draufklicken oder unten in der Beschreibung schauen, wenn er denn schon da ist, oder die Playliste. Oder mich abonnieren wäre geil. Gebt doch einen Däumchen hoch und guckt bei meinen Social-Profilen vorbei unten in der Beschreibung. Dankeschön, bis dann. Goodbye, euer Fly.